Zürcherinnen und Zürcher zeigen dem Fußballstadion die rote Karte. 49,2% haben ein Ja in die Urne gelegt, 50,8% ein Nein. Und Fußballstadt Zürich, das ist etwas, was ich nicht mehr weghöre. Das sind wir offensichtlich nicht. Ja, es ist wirklich unglaublich. Ich jetzt als Fußballer bin natürlich recht enttäuscht, weil es ist wichtig, dass Zürich ein Fußballstadion hat, also wirklich ein richtiges Fußballstadion, das nur für den Fußball auch ist und wo die Leute auch kommen, dann wo Match schauen. Die beiden Clubs haben alles dafür gemacht, dass sehr gut dargestellt wird und es ist etwas Gutes. Es, für mich gehört es echt zu einer Stadt. Ja, riesen Enttäuschung. Ja, es ist halt blöd gelaufen jetzt. Die haben es abgelehnt, aber wir werden sicher noch weiter in Druck machen, dass das noch kommt. Ja, es ist sehr schade, es ist eine riesen Enttäuschung. Es tut ein bisschen weh. Ja, schade, dass es nicht geklappt hat. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht verstehen. Aber... Es ist ganz bitter, für die Stadt Zürich, für den ganzen Fußballclub, FCZ und GC. Da bin ich sehr pessimistisch, dass wir in den nächsten 500 Jahren mal ein Fußballstadion in der Stadt Zürich haben. 4 Mats! Nummer 8 Michel! Nummer 18 Raimondo! Nach über 8 Jahren ist auf dem Hardturm-Areal wieder geshootet worden. Sind auf dem ausgeleiteten Kunststrasse die Legenden von GC und Xamax sich gegenübergestanden. Es hat einem schon ein bisschen weh, dass es so aussieht, wie es jetzt heute aussieht. Das ist natürlich da, wo ich meine 15 Jahre bei GC verbracht habe. Das ist etwas ganz Spezielles. Und wenn die Supporters und Fans da angefragt haben, bin ich natürlich sofort runtergekommen vom Schweden. Weil für mich ist einfach Emotionen, eine Stimmung, die jetzt aufkommt bei diesem Spiel. Aber das, was ich da erlebt habe, ist natürlich sensationell. Es ist eigentlich traurige Gedanken, wenn man da schaut, was da könnte sein im Hardturm, die Stimmung, die man da hat. Fußballstadion, einfach ganz normales Fußballstadion. Nicht, dass ein neues Stadion kommt, da in Zürich, weil das hat GC verdient, das hat die Stadt verdient, dass man ein reines Fußballstadion hat.
Stadion hier im Hartum haben könnten, würden auch viel mehr Fans und Supporters kommen.